Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich eine leckere Kuppeltorte für euch mit Erdbeeren. Das ist wirklich praktisch zum Vorbereiten, ohne Backen, ist auf die Schnelle auf dem Tisch und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für die Creme brauchen wir 2 Packungen Mascarpone, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Ich gebe jetzt alle Zutaten in eine Rührschüssel hinein und werde das mit einem Mixer schlagen. Wir brauchen Erdbeeren. Ich habe so ungefähr 500 Gramm Erdbeeren. Als ich die Erdbeeren gesehen habe, konnte ich nicht widerstehen und habe gedacht, die musste ich jetzt kaufen. Die werde ich natürlich jetzt erstmal waschen und in kleine Stücke schneiden. Ich gebe die Erdbeeren jetzt in die Creme hinein. Je nachdem, wie groß euer Form ist, kann das sein, dass die Creme vielleicht zu viel wird. Ihr müsst einfach mal gucken, sonst nehmt ihr nur eine Packung Mascarpone oder ein bisschen weniger Quark. Wir brauchen Löffel Biskuits. Ich habe eine Glasschale mit Frischhaltefolie überzogen und werde den Kuchen darin jetzt anrichten. Ich werde erstmal Löffel Biskuits in Milch eintauchen und gebe das in die Schüssel hinein. Jetzt gebe ich von der Creme darüber. Und gebe wieder Löffel Biskuits drauf. Ich decke das mit Frischhaltefolie ab und gebe das in den Kühlschrank, am besten über Nacht. Wenn ihr keine Zeit habt, dann aber mindestens für 3 bis 4 Stunden. Ich drehe den Kuchen jetzt einmal um. Jetzt werde ich den Kuchen mit Erdbeeren dekorieren. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.